In den Produktionen wird immer mehr Mahlgut und Recyclingmaterial verarbeitet. Das führt zu ungewollten Maschinenstillständen und zu erhöhtem Ausschuss. Wie viel Kubik muss der Prozess in jedem Zyklus bei diesem Produkt korrigiert werden, um 20% Mahlgut auszugleichen? Johannes, was haben wir hier für eine Lösung? Engels Accurate Control sorgt seit vielen, vielen Jahren für konstante Bauteilqualität. Basierend auf der Schneckenposition und der Nachdruckkurve und der Einspritzkurve passt Accurate Control sowohl den Umschaltpunkt wie auch den Nachdruck an. Im gleichen Zyklus und ohne zusätzliche Informationen über Werkzeug und Material. Die Änderungen und der tatsächliche Wert werden direkt in der Steuerung angezeigt. Aber schauen wir uns das einfach direkt auf der Steuerung an. Karl-Heinz. Wir sehen nun die Einspritzseite, wo Accurate Control in der Weiterentwicklung auch platziert ist. Wir können nun direkt hier den Prozess referenzieren, sobald wir einen guten Prozess gefunden haben und die Produktqualität in Ordnung ist. Wir haben vorhin bereits 20% Mahlgut beigemengt und wir sehen, dass das eingespritzte Volumen von Accurate Control hier zugenommen hat. Noch nun schalten wir die Regelung ein und lassen Accurate Control den Prozess korrigieren. Man sieht die Anzeige hier wechselt von einer theoretischen Korrektur auf die Korrekturwerte, die wir tatsächlich jeden Zyklus berechnen und auch ausgleichen und korrigieren. Accurate Control korrigiert jetzt den Prozess Schuss für Schuss. Aktuell sind wir bei einer Veränderung des Umschaltpunktes bei ungefähr 0,2 bis 0,1 Kubik. Der Druck wird im Nachdruck um ca. 7 bis 10 Bar verändert. So bleibt das Einspritzvolumen konstant und die Produktqualität in Ordnung. Sehen Sie diese Applikation auf der K. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis dann.